Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Conan Exiles. Ich bin der Dave, ich bin nicht allein, mit mir dabei der Evil. Hallo. So, wir haben ja hier oben mächtig auf die Fresse gekriegt und jetzt wollten wir uns nochmal rächen. Ich wollte jetzt hier mal gerade gucken, ist hier wieder eine Spinne? Nein, okay. So, Ja, also ich würde erstmal hierher gehen und schauen, dass hier keine Spinnen sind, wenn wir dann hierher flüchten am Ende wieder. Und hier ist zumindest ein Krokodil. ja, die Spinnen sehe ich auch schon. Eine sehe ich zumindest. Drei sehe ich. Okay. Ui, ui, ui. Okay. Da kommt schon die nächste. Okay. Da liegt noch, glaube ich, mein Lootsack von vorhin. Ja. Nichts so Besonderes. Meiner ist Ich wirklich nicht mehr hier. glaube, du lagst da und ich habe, glaube ich, Ja. dich abgebaut. Das anstatt die Spinne. Deswegen hatte ich So, wahrscheinlich auch so viel absolut Menschenfleisch. typisch von dir. Das ist. Ja, sorry, ich bin so ein Sammler. Ich würde ja mal irgendwie darauf tippen, dass hier irgendwo eine Spinnenhöhle ist, so viele Spinnen wie hier sind. Da Ja, kommt auch kann schon schon die sein. nächste. Oh, so. Zack. Ja, immerhin kriegen wir die halbwegs schnell tot. Ja. So, ich muss nur mal den ganzen Zeug hier wegschmeißen. Das ferale Flash, das will ich nicht. Wollen wir die Rache mal vergessen und lieber weiter hochgehen? Ich bin irgendwie neugierig. Aber ich wollte doch da noch einen Sklaven rausholen, der in Ja, aber meine. das können wir ja auf dem Rückweg, ne? Also ich meine, ich sehe, dass das schief geht und so. Ah, Okay. ich will jetzt nicht irgendwie dich davon abbringen, Willst du mehr da lang gehen zu oder versklaven. den offensichtlichen Weg, der da hochführt? Ich hab mich Okay. so, wie ich blöd laufe und Ja, gucke. da ist, passt schon. Ich wäre jetzt auch nur da oben rausgekommen. Ach, da hinten Ein ist das Riesenlager, wow. Spinne ist, warte, voraus. sind wir, ach da. Hinter mir ist noch einer. Ich laufe im Kreis um sie rum. Zack. Wunderschön. Und auf die drei und abbauen. Das haben wir richtig gut gemacht. Scheiß Spinnen. Hasse ich. Hasse Spinnen auch im echten Ist Leben. das. Du, wir sind hier, glaube ich, im Kreis gelaufen im Prinzip. Ich glaube, das ist das Lager. Nee. Na, Spinne? Wo? Nicht? Du bist sicher? Ja. Ich dachte, das ist das Lager, was wir aus der anderen Richtung gesehen hatten. Nee, wenn du quasi. Siehst du diesen Riesenberg an dem Lager? Dahinter ist der Tempel, wo wir dann immer das Eisen abbauen gehen. Wenn du auf die Karte guckst. Ja, du hast recht. Also es ist das Lager. Aha, ja, okay. Ja, Karten sind natürlich auch sinnvoll. Ja, ne? So ein bisschen, zumindest. Manchmal. Was ist da Oh, drüben? komm, du blödes Mistvieh. Nicht immer, wenn ich im Inventar rumspiele und schon das Ja, Fleisch ist irgendwie wegschmeiße. die Hyänen sind die absolut nervigsten, die immer nur kommen, während man irgendetwas anderes macht, oder? Ja, lauf mal bitte nicht so weit weg von mir, damit ich mal einmal endlich in mein Inventar gucken kann. Okay. Wow. Ist Das ist doch das. eine schöne Aussicht, oder? Wow, guck mal den Tempel und den Wasserfall. Wow, und die Was ist Brücke. das kleine Ding da unten neben dem Wasserfall? Das Das ist eine ist. große Frage. Da könnte man vielleicht so einen Priester herkriegen, den man dann braucht für seinen Stufe 2, Stufe 3 Tempel. So, ich guck Zu mal dem. gerade ins Inventar, verlass mich Oh, nicht. okay. Das Fleisch schmeiß ich mal weg, brauche ich eh nicht. Essen, trinken. So, okay. Wollen wir uns den Turm hier mal angucken? Ja, genau, das wollte ich vorschlagen. Wenn wir schon so nah dran sind, Hm. dann ist das ja eigentlich. Das sieht schon toll aus. Ich würde ja am liebsten da unten am Wasserfall nochmal bauen. Ja, so ein Wasserfall ist immer schön. Ich meine, wir hatten in unserer. Da, wo Wie die wären wir erste da? Da Base ist, müssten ist wir ja auch da ein hingehen Wasserfall. und da runter. Hm. Mann. Oder Oder. da unten an dem Wasserfall. Siehst du den anderen da bei den Palmen? Da Palm. das Wo guckst du hin, warte?
Wo bist du jetzt? Hier. Ah ja, direkt neben mir. Einfach geradewegs runter. Siehst du, da ist ein kleiner Wasserfall. Hm. Das wäre also auch da zwischen den Palmen so. Das sieht auch nett dann aus. Hast du den Blick auf diesen Tempel. Ich weiß nicht, wie gefährlich das ist, da eine Base hinzubauen, aber... Na, an den Feuerdingern hier kann man wahrscheinlich nichts machen, ne? Das ist wahrscheinlich also wirklich nur so... Aber man muss ja mal gucken, ne? Das wäre jetzt das erste Mal, dass wir sowas erreichen. Nee, da ist nix. Und ich bin gerade fast hier runtergelaufen, weil ich dachte, es geht da weiter. Ups. Guck mal, da ist so ein Zeltlager oder sowas. Weißt du, ich könnte hier rüberspringen. Zurück weiß zurück, ich nicht. Okay. Zurück gibt nur einen Weg. Hast du da drüben das Zeltlager gesehen? Das sieht auch cool aus. Oh ja, ja. Also ich glaube, es gibt von den Exilanten gibt es ja, glaube ich, 3 oder 4 Fraktionen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich kann ja hier nochmal auf die Karte gucken. Also ich glaube, hier unten, das hier ist die Dafari-Sektion. Die weiß ich nicht mehr, aber das ist so hier deren Gebiet. Ich glaube, die Schwarze Hand, das sind hier alles so diese Piraten. Und hier oben war noch irgendeine Fraktion. Und ob hier in der City irgendwas ist, keine Ahnung. So... Aber ich hätte ja erwartet, dass hier oben so viele Spinnen, wie uns entgegengekommen sind, hier irgendwie eine Höhle ist in dem Felsen. Aber ich habe nichts gesehen. Hier ist runterfallen angesagt? Nee, okay. Erst hier. Da ist noch mehr Kohle überall. Von da sind wir gekommen. Die Spinnen könnten auch von da runter. Von da unten irgendwo vielleicht. Vielleicht ist da irgendwas. Ich weiß nicht, ob Spinnen wirklich unbedingt eine Höhle haben müssen oder so. Oder ob die hier einfach. Ich meine, die Hyänen kommen ja auch von nirgendwo. Also. Ja. Aber ich weiß, dass es eine Krokodilhöhle gibt, wo es ein riesengroßes Krokodil als Endboss gibt. Das weiß ich. Naja. Ja, also dann. Erstmal zurück, oder was? Dann ich denke ja, also weiter ging es ja jetzt nicht. Was ist da drüben? Ist da drüben? Ja, kommt man nicht wirklich hin. Ne? Tja. So, da oben ist wieder das Camp. Ja, von hier sind wir gekommen. Ja. Spinne! Hat mich! Einmal, zweimal. Ah. Diese Mistviecher. Noch eine? Ja, da kommt noch einer, ja. Ja, also zu zweit ist das schon sehr viel leichter mit den Spinnen. Ja. Zwei Spinnen gegen einen sind wirklich nicht amüsant. Nicht wirklich. Zack. So. Ja, da könnte man theoretisch noch runtergehen und sich umsehen, aber ich schätze. Kann ja nochmal hier für gucken. Heute gehen wir vielleicht wirklich lieber zurück zu dem kleinen Lager hier. Ach, da unten ist auch ein Lager, guck mal. Zumindest. Ja. Dann machen wir erstmal das hier oben. Also was ich brauche, ist ein Blacksmith. Da ich will nämlich die großen Metallkisten. Kriegt man den so einfach? Ich, also, das klingt mir so, als ob du die nur bei größeren Lagern findest, weil müsste dann eigentlich auch Schmiede haben, oder? Das weiß ich nicht. Die stehen halt eben immer nur so an den Lagerfeuern haben rum. Haben wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir müssen die versuchen einzeln zu pullen. Hast du noch den Bogen? Oder haben wir den verloren unterdessen? Der war bei der ersten Leiche. Ne? Okay. Das ist, ich würde... Willst du hier hinten am Baum warten? Oh, da kommt schon der erste. Ja. Ich bin schon zu nah dran. Okay, hier zurück. Okay, sehr gut. Die Bogenschützen schießen nicht. So. Zwei, okay. Was bist du? Du bist ein Fighter. Du darfst sterben. Zack. Und der andere ist auch ein Fighter. Darf auch sterben. So. Okay. Leiche plündern. Öffnen. Hat ein bisschen Holz und Fasern dabei. Und der andere... Öffnen. Hat gar nichts dabei. Okay. So, jetzt mal einen Moment warten, damit ich hier wieder ein bisschen... Hast du Ausdauer?
Ausdauer habe ich, aber Gesundheit ist Hälfte. Okay. Ach, sind die auf dich gegangen? Ja, du hast sie gepult. Dann lass mich die pullen, ich habe ja ein bisschen mehr. Ah, okay. Ich sehe aber auch gar keine Bogenschützen mehr, muss ich sagen. Waren das nicht vorhin Bogenschützen? Ja, wir hatten drei Bogenschützen, also, aber ich weiß nicht, ob sie... Zwei stehen auf und gehen los. Ich laufe wieder zurück, wo wir die anderen getötet haben. Okay. Stell dich hinter mich oder neben mich. Fighter Level 2, alles klar. Was bist du? Du bist auch ein Fighter. Sehr schön. So, öffnen Steine und Plant Fiber. Ich gucke tatsächlich nur nach wegen dem Plant Fiber. Ich brauche davon nämlich ein bisschen. So, was haben wir da noch? Da sind noch drei. Okay, vielleicht kriegen wir die... Das hier. Ach so. Toll, okay. Einer hat gezuckt, einer kommt. Fighter wahrscheinlich, Level 2. Ich guck mal. Performer. Nicht töten, nicht töten. Okay, okay. Bewusstlos. Archpriest. Den nehme ich mit. Wo ist er denn da? Jock, Erzpriester. Jock, Archpriest. That's, interesting. Okay, der ist gebunden. Wer hatte Jock? Das war... Dieter, glaube ich. Okay. Oh Gott, ich sehe nichts. Wo ist denn der Weg runter? Kannst du den alten, dass wir hier ein Lagerfeuer machen und die Nacht hier durchhalten? Weil ich sehe nicht, wie wir... ich sehe auch nichts. Also es dauert, glaube ich, 10 Minuten. Du hast nicht Kohle, oder? Ich habe keine Kohle einstecken, nein. Warte, Improvised Torch. Improvised Torch. Ja, so brauche ich also kleine Äste? Habe ich. Kannst du mir geben, denn ich kann eine machen. Ja, ich mache gerade eine. Na, du musst ja das Ding benutzen. Gib mir die Fackel. Ich trage die Fackel und habe das Ding in der Hand hier. Okay. Ich kann nämlich nicht kämpfen. Musst mir die mal hinschmeißen. Zack, zack. Was ist jetzt? Achso, jetzt habe ich nicht meinen Stab. Achso, ich habe. Genau, der ist ja zwei Hände, weißt du? So. Ach, das geht nicht. Ich kann nicht. Fünf. Das kann nicht sein, weil das ein. Ach, das ist ein Seitending. Okay. Naja, wir müssen hier runter. Es hilft nichts. Also kann nicht warten, bis es wieder hell wird. Ein bisschen vielleicht. Das wird ja gerade schon wieder hell, glaube ich. Wir haben es ja relativ kurz eingestellt. Ich sehe dich schon gar nicht. Mir wenigstens die, du kannst mir die Fackel geben. Ich gehe immer ein Stück mit der Fackel, dass wir sehen, und dann kann ich halt zu Waffen wechseln. Wo bist du denn? Ich bin noch oben. Achso, ich bin schon runtergelaufen. Okay. Rechts von dir. So. Zack. Wieder ins Inventar. Anklicken und ablegen. So, hier liegt die Fackel. Ich sehe. Du bist an mir vorbeigelaufen, rückwärts. Nach links. Links. Ja, geradeaus. Ne, links. ja, geradeaus. Okay, ich sehe dich, aber ich sehe nicht, wo was auf dem Boden ist. Die Fackel liegt direkt vor dir, vor den Füßen. Du musst ein bisschen nach unten gucken, der Sack rollt nämlich runter. Ah, okay. Ich sehe ihn hier, hinter dir unterdessen. Hier rollt er. Ah, warte. Hier rollt er. Hier, und unten. Unten. Ich nehme die Fackel jetzt an mich. So. Weißt du was, ich habe noch genug Material, ich mache mir eine neue Fackel. Mach dir doch einfach eine neue Fackel. Oh Mann, ey. Unsere Inkompetenz ist immer wieder überraschend. Ach Quatsch, was denn für eine Inkompetenz? So. Jetzt. Kann ich wieder irgendwas sehen? Ja. Wo bist du? Hier. Ach, da. Okay. Los geht's. So, das heißt, du musst dir immer merken, wo der Gegner steht, wenn er kommt, und die Fackel wieder ausmachen und ihn dann töten. Okay, das war ein Hase. Okay. So, go, Gadgeto. Bei mir ist heller geworden. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, es wird gerade... heller. Okay, dass ich die Fackel nicht... Renn nicht so sehr, weil ich bin, glaube ich, nicht so schnell wie du. Okay.
Dass ich die Fackel nicht benutzen kann, während ich jemanden an dem Seil ziehe, ist schon mal armselig. Aber das würde bedeuten, dass ich doch die. Ja, ich kann meine Axt noch ausrüsten. Okay. Dann mache ich wenigstens ein bisschen Damage, falls mich wer angreift. Ich starte mal wieder einen Spurt. Bisher ist es alles so ruhig. Zu ruhig, ne? Kommt mir ja sehr trügerisch vor. Da unten ist eine Kröte. Lass mich vorgehen und die Kröte. Ach, da an der laufe ich hier so vorbei, guck. Zack. Okay. Nee, sie folgt dir. Dann laufe ich hier jetzt immer so im Kreis und dann darfst du übernehmen, genau. Und dann helfe ich dir so ein bisschen. Zack, zack. Okay. Sehr schön. Ja, also ich laufe mal hier geradeaus, drück auf F, dann kann man das sehen. Also ihr seht ja, wie ich den Gefangenen jetzt mit mir führe. Das war das, was ich letzte Episode meinte mit, das könnte etwas verbraucht aussehen, wenn man so jemanden 10 Minuten durch den Sand schleift. Ist danach nicht mehr so schön wie vorher. So, hier hoch. Wegen meinen ethischen Einwänden denke ich gerade drüber nach, wie das jetzt so eigentlich ist, weil man geht ja nur davon aus, dass die Saurier in Ark jetzt so dumm und so sind. Wer sagt denn, dass sie nicht eigentlich charaktermäßig uns Menschen ähneln und die werden ja auch versklavt. Also, Ja, aber die Dinosaurier in Ark wurden ja dumm programmiert. Echte Saurier ja, kann ich die dir nicht Menschen hier sagen. wurden ja auch dumm programmiert, ne? Also, alles beim Gleichen, es geht. So, tatsächlich, wir haben einen Jog-Erzpriester. Ich mach mal das Rad an, dann können wir den schon mal versuchen zu konvertieren. Na, sehr schön. Mann. Sehr merkwürdig, aber okay. Ja. Dann mache Gut. ich jetzt hier noch mal Essen rein. So. Warum klingelt es jetzt bei mir? So. Ich werde mal hier die Sachen wegpacken. Müssen wir noch irgendwas Sinniges machen? Eigentlich nicht, ne? Nee, ich glaube, jetzt haben wir so ein relativ gutes Ziel erreicht, ja. Jo. Das war ja auch das, was wir machen wollten. Wir wollten uns rächen. Ich guck mal hier rein. Ist kein Eisen mehr drin. Alter, hör auf zu klingeln. Klingel beim Nachbarn. Wenn es ein Paket ist, mach's woanders hin. Bin nicht da. So. Eisen. Ne, wollte ich in den anderen hier reinmachen. Ne. Da. Das ist so grundsätzlich irgendwie ein aktuelles Problem, ne? Es gibt, glaube ich, keine Folge, in der ich nicht irgendwie gestört wurde durch irgendwas aktuell. Wir haben. Was haben wir denn aufgenommen? 7 Days to Die. Da hat der Nachbar. Hat immer dann gebohrt, wenn wir aufgenommen haben. Weißt du, so, wir haben zwischendurch eine Stunde Pause gemacht, aber still ruht das Meer und dann. 2 Sekunden, nachdem ich die Ansage gemacht habe. Das war unglaublich. So, die Fackel mache ich hier rein. Wo machen wir denn die anderen Sachen rein? Die Spinnennetze können hier hin. Kann da rein. Ach so, genau. Ich wollte ja damit was machen. Was macht man nochmal mit diesem Ichor? Kerzen. Ich weiß bisher nichts anderes als Kerzen. Okay. Ich habe gerade eine Kerze gemacht. Yay! Wo mache ich jetzt meine erste Kerze hin? Auf keine Holzkisten, weil werde ich hier abbauen. Ich mach's mal oben zur Tänzerin vielleicht. Die Frage ist, kann man die wieder abbauen und hat die dann wieder in der Tasche oder ist das dann abgebaut, ist weg? Weiß ich nicht. Ja, dann stell halt oben hin bei der Tänzerin. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ja. Sollen wir dir noch mal ein bisschen XP boosten und das Nashorn hier draußen töten? Du, leck. Ja, töten wir auch das Nashorn. Yeah.
Exotic Flash. Wozu Roast Beef? Kurz was trinken. Glub, 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 glub. Die 8 und Speer raus. Und hier oben rechts war das. Ich bin so froh, dass man die Fackeln nicht nachfüllen muss mit Kohle oder Holz. Ja. Ach, da vorne. So, und immer so im Kreis um das Ding rumrum ja, gehen. Ja, ne? Und, logisch. Weil das kann sich nur sehr schlecht... Oh, oh, oh Gott! Du bist kräftig. Ja. Willst du es abbauen? Ja. Muss ich dichter stellen. Bist, glaube ich, zu weit weg. Ja. 36 Thickheit. Nice. Das ist schön. Gut, was würden wir noch machen? Also ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich irgendwie noch ein paar Arbeitersklaven finde. Weil ich will tatsächlich hier jemanden für den Blacksmith haben, weil diese Eisenverstärkung, die dauern ewig. Das gibt's ja gar nicht. Und ich brauche, glaube ich, 20 Stück, um eine Truhe herzustellen. Und bei dem Holz ist es genauso. Ich zeige euch das gerade mal. Ach Quatsch, nicht hier. Da. Was ist mit Feral Flash? Ferales Flash schmeiße ich weg. Hier, wir brauchen noch nämlich geschnitztes Holz. Das gibt es oben nur beim Zimmerer. Ja, wenn das genauso lange dauert... Dann dauert das ewig, bis wir mal eine große Kiste haben. Ich habe schon ein bisschen Holz hier reingeschmissen, aber ich habe hier diesen Skill nicht. Und den hat aber der Ulbo. Da werde ich jetzt mir den Skill nicht nochmal extra holen. Muss ich nochmal Eisen besorgen in der Offline-Phase? Wahrscheinlich nicht, oder? Guck mal, das nehmen wir hier raus und dann packe ich das noch hier drüben rein. 30 dahin. 100 hier rein. So, wunderbar. Dann habe ich immer was zum Reparieren dabei. Gut, ansonsten würde ich sagen, war es das für diese Episode. Ich werde mal nach ganz oben auf den Balkon gehen, dann können wir noch den Ausblick genießen. Oder die... Siehst du auch meine erbärmliche Kerze? Wo ist denn die Kerze? Och, ist sie süß. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Ja, verstehe ich. Achso, was ist denn mit dem Spinnenfaden? Wo mache ich den hin? Die Spinnenfaden habe ich in die Kiste gemacht im Lagerfeuer da. Ah, okay. Da kann man Seide, glaube ich, draus machen. Wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Wo gucken wir denn hin? Gucken wir in die Richtung. So. Ja, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zugucken. Eure Meinung ab in die Kommentare. Ansonsten like and subscribe. Und wir sehen uns in einer weiteren Episode von Conan Exile. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.